Es war souverän. Wir hatten in der ersten Halbzeit 6 hundertprozentige Torchancen. Wenn wir die machen, die hatten eine, wir 6, dann steht zwar Halbzeit schon 6, also mit einem großen Vorsprung. Wollen wir aber nicht vermessen sein. Zweite Halbzeit hat der Gegner sich bemüht, aber der Sieg geht also auf alle Fälle vielleicht ein Tor zu hoch in Ordnung. Wir hatten eine richtig starke Woche gehabt. Wir haben gegen den Zweiten aus der Brandenburg-Liga, Einhard Bernau, ein richtig starkes Spiel gemacht im Testspiel. Am Wochenende 2-0 gewonnen. Dann kam International Leipzig aus der Oberliga, da haben wir 4-2 gewonnen und wir haben unabhängig mehr von den Ergebnissen gerade da in diesen zwei Spielen unser Pressing gnadenlos durchgezogen, was wir heute in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft haben und auch nicht gemacht haben. Da waren wir einfach viel zu passiv, haben irgendwie abgewartet, haben irgendwelche Halbkonter versucht zu spielen, was überhaupt nicht unser Ding ist. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. Ich mache da jetzt meiner Mannschaft nicht unbedingt einen Vorwurf draus, weil der Platz, wie gesagt, nicht gerade bespielbar aussieht. Ist ein riesengroßer Acker und Stichwort riesengroß. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das Pressing durchzuziehen, aber man hat es dann zweite Halbzeit eigentlich gesehen. Man hätte es machen können. Ja, und ist halt schade, wenn man dann diese Chance verpasst. Unglücklich dann mit dem Elfmeter, den man vielleicht geben kann. Ich würde sagen, hab da jetzt auch nicht irgendwie gestikuliert oder moniert. Den kann man geben. Unglücklich, Torwart kommt raus und der Spieler steht zwischen Ball und Gegner und kann man geben, ja. Ja, wenn die nachher nicht besser sind als wir und wir mehr Punkte haben als die, dann machen wir natürlich gerne die Meisterschaft. Aber unser Ziel ist es, dass wir guten Fußball spielen, dass wir die Mannschaft formen, dass wir möglichst weit oben spielen. Das haben wir gemacht. Jetzt stehen wir ganz ordentlich da, aber das ist ja auch erst das 8. Spiel oder 9. Spiel, ich weiß nicht genau. Und deswegen, da wollen wir, ist es verfrüht, irgendeine Prognose abzugeben. Die Meisterschaftsfavoriten, Blau-Weiß und Kroatien, die sollen das nur sich ausmachen. Und wenn wir hinterher dabei sind und schnappen uns das, dann freuen wir uns natürlich noch mehr. Sagen wir mal so, wir hätten bis auf die 3 Punkte gegen Maccabi, die verschenken, durchaus, wie gesagt, durch diese verschenkten 3 Punkte hätten wir durchaus weiter oben stehen können. Ansonsten bin ich bis jetzt mit der Saison zufrieden, außer wie gesagt mit der Chancenverwertung. Da hätten wir sicherlich locker 15 Tore mehr haben können. Man hat es auch heute wieder in der zweiten Halbzeit gesehen. Die Chancen, die wir haben, die sind nicht schlecht. Das sind alles eigentlich Hochkaräter. Aber wir schießen dann ja wie die Jungspieler. Das funktioniert nicht. So kannst du ja kein Tor schießen. Wenn du so eine Chance vorne bekommst, dann musst du die halt nutzen. Aber weiß nicht, vielleicht ist es auch bei dem Acker heute noch deutlicher geworden. Die Schusstechnik von den einem oder anderen Spieler vielleicht. Aber wie gesagt, sonst nochmal auf deine Frage zurückzukommen. So gesehen zufrieden bis auf die 3 verschenkten Punkte gegen Maccabi.